Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei unserer, ja, ersten größeren Höhlentour nach einiger Zeit. Wo wir es hier natürlich jetzt erstmal mit ordentlich Kohle zu tun haben. Aber eben auch mit dem hier. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt derselbe Eingang wie, ja, von da oben komme ich da auch hier rein. Also von daher würde ich das jetzt mal hier absnacken, hier einfach mal zumachen, damit ich hier nicht mehr irgendwie Gefahr laufe, nochmal reinzugehen. Mir hier die Kohle erstmal rausreiße. Das ist halt dann auch immer so viel, ne? Also Kohle haut der richtig raus. Und ehrlicherweise bin ich dann auch schon wieder beinahe an einem Punkt, weil wir in letzter Zeit jetzt nicht mehr ganz so viel Kohle gebraucht haben, zu sagen, dass wir die dann mal irgendwann eigentlich fast schon wieder ignorieren könnten, aber eben auch, ja, hier war ich ja gewesen jetzt, ne? Ja, genau, hier war ich. Das, ja, Kohle ignorieren, klar, aber eben auf der anderen Seite auch, es sind halt auch XP-chen, ne? Es sind eben auch XP-chen. So, hier haben wir also wieder Lava, wo ich ja fast da hinten ist jetzt nur Redstone augenscheinlich. Mich zieht es da trotzdem ein bisschen rum. Ah, da ist nämlich auch Eisen und vielleicht, ich will ja auch nichts übersehen. Ich meine, klar, naja gut, sehe schon. Eieieiei. Ei. Ja, nun ist aber, hört's mal auf, wieder auf. Hier auch gerade so das, ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Will ich das jetzt irgendwie schon, irgendwie auch nicht, weil wenn es jetzt hier dahinter nochmal weitergeht, jetzt, ei. Hört mal auf. Ja gut, dann machen wir es eben so. Ach Gott, ich sehe schon. Ich sehe schon, es ist alles so. Es ist so viel, oh Gott. Wenn sich das, da sind wir wieder an dem Punkt. Ach, eigentlich ist es ja geil, weil wir da looten können ohne Ende. Boah, aber dann auch diese Geduld, Aufmerksamkeitsspanne. Siehst du, ich kann nicht mal mehr klare Wörter reden. Wenn sich so eine Höhle in drei Teile aufteilt und jeder dieser drei Teile sich nochmal in 10 Teile aufteilt und diese 10 Teile sich dann nochmal in 37 Teile aufteilen, dann ist irgendwann bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage, Alter, hör mal auf jetzt, geh mal wieder auf die Bremse hier, das kann da kein Mensch bewältigen. Weißt du? Und dann sehe ich aber auch wieder so Sachen wie Gold und, na, so was Schönes hier, ich könnte heulen. Aber, oh Gott, na, und hier und da und dort und, ja, wir gehen hier erstmal einfach durch und fangen mal ganz klassisch wieder von hinten an. Jede Höhle, die erstmal potenziell in eine Sackgasse endet hier, ist für mich erstmal im Moment gut. Alles, was wir finden, ist besser. Wenn wir das halbwegs überschauen können, ist es noch besser. Und wenn wir irgendwann hier wieder draußen sind, dann mache ich 3 Kreuze. Wie gesagt, geil. Hin oder her. Höhlentour sowieso auch mal wieder schön nach so langer Zeit. Oh, aber muss es denn immer gleich? Weißt du, es haut ja immer gleich sofort in die Fresse. Das ist ja jetzt nicht so ohne weiteres. Es haut ja schon raus, ne?
Es haut dir schon mit voller Wucht in die Fresse hier, so eine Sache. Tja, naja. Ja. 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 Lava höre ich jetzt hier nicht direkt. Wir sind auch auf Höhe 11, also kann ich den Diamant fast schon, ohne mich jetzt hier komplett einmal drumherum zu graben, einfach mal snacken. Und da sind wir gleich mal bei 3, 4, 5, 6 und 7. Schön. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ich meine, das sind schon wieder zwei Spitzhacken und eine Schaufel. Zum Beispiel. Gold ist an der Stelle jetzt auch nicht schlecht. Hatten wir ja erst das Thema zu Beginn der Session, dass wir ja Gold brauchen, wenn wir hier gerade so auch Antriebsschienen und sowas bauen wollen, ne? Also wäre es immer ganz cool, wenn wir Gold finden. Auch den Haupteingang der Höhle hatten wir ja direkt schon mal Gold. Na? Also es ist jetzt nicht übel. Muss mal ganz kurz meinen Bonbon zerbeißen hier, nicht erschrecken. Wahrscheinlich auch überhaupt nicht laut gewesen jetzt, weil ich meinen Pegel ja eh relativ weit unten habe. Zack. So, nee, und dann haben wir jetzt aber auch, wie gesagt, die Spitzhacken-Thematik. Ich müsste erstmal wieder ins Basislager gehen, um mir überhaupt ein paar Spitzhacken zu bauen. Weil ich jetzt nur noch die zwei aus Eisen habe und meine halbe Dia. Ja, das wird natürlich für so ein Ding hier nicht reichen. Hier bin ich jetzt gewesen. Gut. Dann so allmählich wieder zurück, aber eben auch hier nichts zurücklassen. Sonst würde ich mich hassen. Oh Gott. Mir schläft auch gerade der Fuß ein. Ey, ich muss vor allen Dingen jetzt mal was trinken eigentlich. Ich bin, ach guck mal, aber Gold serviert da auch, ne? Kohle, Eisen, Gold. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ich kann ja hier trotzdem versuchen, nachdem ich die Flasche geöffnet habe, mit der rechten Hand weiterzumachen. Das ist okay. Das ist richtig okay hier. Also hier gleich mal vier Erze auf einem Haufen. Da lebt man auch nie alle Tage. Super gut. Ja, komm. Gib mir noch 50 mal Kohle, ist das Inventar voll, weißt du? So, da jetzt aber da links ja schon wieder auch ein Minenstrang ist, würde ich da entweder mal ganz kurz meine neugierige Nase reinstecken. Oh Gott. Aber zumindest sagen, ach, man weiß es eben jetzt wieder auch nicht. Kann ich jetzt hier zumachen, weil ich sage, ich komme da eh mal vorbei? Aber wenn ich nicht vorbeikomme, weißt du, das ist immer das Thema, weil die ja auch so verwinkelt und verwankelt sind immer. Wo sind wir denn, wenn wir hier lang gehen? Bloß mal so. Hier ist erstmal Sackgasse, okay. Schienen nehmen wir mit. Oha. Ja, gut, nehmen wir mit, kein Thema. Nehmen wir alles mit. Hier ist Eisen und ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wenn alle Stricke reißen, kennt er ja. Wenn alle Stricke reißen, ganz kurz, so Flasche der Feuerwehr. Kennt er ja mein Motto, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann auf die Gefahr hin, sich komplett zu verlaufen, einfach einsaufen. Ich meine einfach irgendwo hinlaufen. Sich notfalls irgendwo in den Eingang oder Ausgang hacken, nach oben, schräg nach oben, geht immer. Solange wir noch genug Spitzhacke übrig haben, logischerweise natürlich.
Aber weil ich ja jetzt schon wieder nach dreimal hin und her nicht weiß. Es ist es ja. Wenn das jetzt eine sture Miene wäre, aber es hat jeder Ableger gerade schon wieder 1000 Höhlenein- und Ausgänge hier. Und ich weiß nicht mehr. Und der halt aber auch überall hier exzessiv viel Zeug schon wieder abzuholen ist. Ob ich das hier in irgendeiner Form bewältigen kann. Weil was ich jetzt nicht mitnehme, übersehe ich vielleicht später. Das ist ja immer diese Sache. Du rennst dann so hin und her und her und hin und... bin jetzt gerade schon wieder im Kohle-Ignore-Modus hier, weil, Alter, guck dir das mal an hier. Ne, schon wieder drei verschiedene Stränge und wieder Eisen und... Oh, Alter. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Keine Frage, aber... Zu viel. Zu viel. Hier, Lapis haben wir auch noch nicht gehabt. Vorne am Eingang, an dem wir ja eigentlich noch gar nicht waren. Wir sind ja erstmal den anderen Eingang runter und dann gleich hier, ne, und ballern und... Juch! Wohin? Ja gut. Ich lasse mich jetzt einfach mal von meinem Instinkt hier führen. Was soll schon passieren? Ist doch am Ende sowieso egal. Rauskommen wir immer. Irgendwie. Aber der serviert auch ordentlich Eisen, klar. Es ist nicht weit von der Mine weg und da haben wir das ja immer so ein bisschen prozentual ein bisschen häufiger. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 37 und 64. Also hey, und sind hier noch gar nicht so ewig unten. Das Erz es best wäre natürlich logischerweise Diamant mit Kohle. Wollte ich jetzt schon gar nicht mehr so übel hantieren hier. Nehme ich vielleicht auch immer mal so bloß sporadisch jetzt mit. Bin ich ganz ehrlich, verliere ich ganz kleines bisschen das Interesse daran. Ah, okay, da sind Fackeln. Das ist gut. Das ist unser Weg, wo wir hergekommen sind. Das mache ich mir hier gleich mal zu. Ich hoffe, ich finde den Weg dann auch wieder zurück. Aber erstmal hier so ein bisschen die Nase rein. Auch schon wieder Eisen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht auch noch 10 Millionen Mal verwinkelt hier. Bitte, 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 werd eine Sackgasse. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke schön. Ah, I love it. So, demzufolge wenigstens Eisen mitnehmen. Wichtiger als alles andere erstmal. Aber wie gesagt, da serviert er uns ja wirklich ordentlich. Ist nicht schlecht. Kann man mal gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. So, noch mehr. Ja, du. Gönjamin. So. Okay. Dann war das. Und hier ging es ja jetzt nochmal so ein bisschen nach oben. Ich hoffe auch hier nicht zu weit. Ja, gut. Es ist immer okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten, weißt du? So. Gut, dann müssten wir es jetzt eigentlich auch relativ gut geschissen kriegen, wieder dahin zu kommen, wo wir hergekommen sind. Das hier jetzt erstmal so ein bisschen links liegen zu lassen, also ansatzweise natürlich. Weil hier ist jetzt auch Lava und so und dies und das und da hinten, aber... Ah, ich lasse mich nochmal kurz hier reinziehen, guck mal. Ist egal, nehmen wir mit... Ja, moin. Moin, moin, moin. Ach, guck mal, haben wir sogar noch eine Spitzhacke ergaunern können. Cool. So, ich würde trotzdem mal ganz kurz rüber zu der Lava gehen und unwichtige Sachen verfeuern. Wie zum Beispiel Andesit. Diamant. Nein, Gottes Willen. Feuerstein. 20 mal Bruchstein, beziehungsweise hier mal ein bisschen stapeln. Den Rest weg. Kies weg.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge genau hier wieder. Ciao!